Ja, hallo zusammen, hier euer Zylinderkopfschaden mit einem neuen Videoteil. Heute in diesem Video möchte ich euch kurz zeigen, wie ihr merkt, wenn euer Fahrzeug eine Partikelfilterregeneration durchführt. In unserem Fall haben wir hier ein Audi A4 B8 und da könnt ihr schon sehen, den momentanen Verbrauch. Im Moment haben wir hier 1,1 Liter pro Stunde. Normalerweise ist der, wenn der Partikelfilter nicht regeneriert, 0,8 Liter pro Stunde. Und die Drehzahl ist normalerweise hier unter der 1, also bei knapp 900 Umdrehungen. Aber jetzt haben wir hier eine erhöhte Drehzahl. Das hört man auch. Das Fahrzeug läuft ganz anders. Jetzt fahren wir kurz mal ein Stück und ich zeige euch das mal kurz am Tester. Genau. Ich fahre jetzt mal los. Und zwar, ihr könnt sehen, wir haben eine gewisse Rußmasse, die sammelt sich im Partikelfilter an. Die sammelt sich entsprechend an, weil wir den Kraftstoff verbrennen. Da entsteht ja ein gewisser Ruß und der wird durch diesen Partikelfilter erstmal gefiltert. Und irgendwann sammelt sich dieser Ruß und es entsteht ein sogenannter Differenzdruck. Je höher der Differenzdruck, umso mehr Ruß haben wir in dem Partikelfilter. Aber irgendwann verstopft ja das ganze System. Das heißt, es muss irgendwas geschehen, damit dieser Ruß entfernt wird. Und damit das passiert, steuert das Fahrzeug oder das Motorsteuergerät eine sogenannte DPF-Regeneration, sprich der Partikelfilter regeneriert. Das heißt, es werden im Ausstoßtakt, dann, wenn das Auslassventil öffnet, nochmals Kraftstoff eingespritzt. Und dieser eingespritzte Kraftstoff, der wird unverbrannt, ganz wichtig, unverbrannt in den Partikelfilter reingedrückt. Und da häuft sich dieser Kraftstoff an, wird da entzündet, weil der Partikelfilter schon eine gewisse Temperatur hat. Und diese Temperatur, die staut sich entsprechend nur in dem Partikelfilter, nicht am Turbolader oder sonst irgendwo, genau in dem Partikelfilter. Und ab einer Temperatur von genau 550 Grad fängt die Regeneration an. Alles, was da drüber ist, beschleunigt die Regeneration, also 600, 700. Und jetzt habe ich sehr oft in den Forums gelesen, ja, man muss auf die Autobahn, man muss 200 drücken, damit die Regeneration stattfindet. Leute, das ist Bullshit. Die beste Regenerationsvoraussetzung ist moderate Drehzahlen, also alles, was unter 2000 Umdrehungen ist, natürlich keine 1400 Umdrehungen. 2000 Umdrehungen ist ideal und maximal 100 km/h, weil je schneller ihr fährt, umso mehr Fahrtwind habt ihr unten. Und dieser Fahrtwind, der kühlt wiederum den Partikelfilter, also wieder kontraproduktiv. Wir wollen ja so hoch wie möglich die Temperatur in dem Partikelfilter haben. Deshalb empfehle ich euch, die Regeneration mit moderaten Geschwindigkeiten maximal 100 und maximal 2000 bis 2500 Umdrehungen. Jetzt schaut euch das mal an, hier an dem Tester. Hier ist die Rußmasse, die berechnet ist, die in dem Partikelfilter drin ist und die wird jetzt entsprechend hier verbrannt. Und hier ist entsprechend die Steigung, womit es verbrannt wird. Also ja, pro Sekunde oder pro Minute, ich weiß es selber nicht, hier ist keine Einheit, aber auf alle Fälle, ich denke mal pro Sekunde, werden 0,7 Gramm verbrannt. Und ihr könnt es hier sehen. Die Rußmasse, die wird immer weniger. Ich wünschte, ich könnte euch noch die Abgastemperatur anzeigen, aber leider kann dieser Tester nicht, ja, ich sag mal, in diesem Abschnitt die Abgastemperatur anzeigen. Die kann er anzeigen, aber dafür müssten wir den Partikelfilterzustand öffnen, aber da kann man dann aber nicht mehr die Rußmasse sehen. Das heißt, ich musste gucken, welches ich jetzt davon euch zeige und das war entsprechend hier die Rußmasse, die ist jetzt wichtiger. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, hier haben wir jetzt rein theoretisch haben wir hier über 600 Grad. Genau. Unten haben wir den Differenzdruck. Das ist der Druck, warum Differenzdruck? Wir haben jeweils vor dem Partikelfilter einen Schlauch und hinter dem Partikelfilter einen Schlauch. Der hinter dem Partikelfilter, der Schlauch, der misst den Atmosphärendruck. Und entsprechend vor dem Schlauch haben wir einen Überdruck, weil der Partikelfilter ja verstopft ist. Und zwischen dem Atmosphärendruck und dem Druck vom Partikelfilter entsteht eine sogenannte Differenz. Und das ist der sogenannte Differenzdruck. Und je mehr der Partikelfilter verbrannt hat, also wenn die Regeneration erst
vor kurzem gemacht wurde, könnt ihr sehen, dass der Differenzdruck weniger geworden ist. Das macht ja auch Sinn. Irgendwo ist ja die Rußmasse weggegangen. In unserem Fall hat er die jetzt verbrannt. Ihr könnt sehen, vorhin hatten wir 6 Gramm, jetzt haben wir hier noch 4,95. Also die letzten Gramm, da tut er sich sehr schwer, um die komplett wegzubrennen. Da müsst ihr schon ein bisschen länger fahren. Genau, jetzt schauen wir mal weiter. Ja, den Ölaschevolumen, den habe ich jetzt leider nicht gezeigt. Ich glaube, hier waren es 0,2 Liter. Was heißt überhaupt der Ölaschevolumen? Das Ölaschevolumen, das gibt an, wie viel Asche noch im Partikelfilter drin ist. Jetzt fragt wahrscheinlich der ein oder andere, hä, was hat denn überhaupt Asche in dem Partikelfilter zu tun? Oder was hat er überhaupt da drin zu tun? Was macht er da? Die Sache ist, sobald ihr diese Rußmasse verbrennt, sprich, wenn ihr Holz verbrennt, bleibt ja auch Asche übrig. Das gleiche Prinzip. Die Rußmasse sind in Anführungszeichen kleine Holzpartikel, die verbrannt werden, weil wir eine Partikelfilterregeneration gestartet haben. Und diese verbrannten Holzpartikel, die lassen halt Ölasche, also Asche. Und das sammelt sich im Partikelfilter. Das kann man nicht verbrennen. Ihr könnt noch aber Millionen Regeneration machen. Asche bleibt im Partikelfilter. Und irgendwann ist die Asche so voll, dass das Regenerieren vom Partikelfilter nichts mehr bringt. Das bringt nichts mehr. Dann könnt ihr den ganzen Tag fahren. Das Einzige, was ihr machen könnt, wäre den Partikelfilter ausbauen und entgegen des Abgasstromes, da gibt es extra dafür Regenerationsmaschinen mit Wasserdruck. Komplett die ganze Asche mit vollem Druck entgegen des Abgasstromes rauspressen, rausdrücken. Und das machen die ganzen Maschinen. Ansonsten, es gibt noch irgendwelche chemikalischen Varianten, aber damit beschädigt ihr die Edelmetalle, die in den Partikelfilter verbaut sind. Wozu braucht man Edelmetalle? Die Edelmetalle, die verbessern entsprechend die Oxidation in den Partikelfilter. Da entstehen ja chemische Prozesse, Oxidation, und um das schneller zu ermöglichen, um es besser sogar zu ermöglichen, brauchen wir Edelmetall in den Partikelfilter. Deshalb sind die ganzen Schrotthändler richtig heiß darauf. Die wollen unbedingt die Partikelfilter haben, damit die auseinandernehmen können, extrahieren können und dann entsprechend verkaufen können. Weil in den Edelmetallen ist Palladium, Rhodium, das sind sehr teure Edelmetalle. Genau. Jetzt können wir gucken, jetzt ist die Regeneration zu Ende. Ihr könnt sehen, jetzt haben wir hier noch 4,97 Gramm. Jetzt schaut euch mal die Drehzahl an. Vorhin hatten wir 1,1 Liter pro Stunde. Das ist jetzt bei 0,8, so wie es normalerweise im Leerlauf sein sollte. Hatte ich auch vorhin erwähnt. Und schaut euch mal die Drehzahl an. Die ist genau bei 900 Umdrehungen pro Minute. Okay, ich hoffe, ihr konntet hier sehr viele Informationen mitnehmen. Also mir hat es Spaß gemacht. Wenn ihr irgendwelche Sachen ergänzen möchtet, gerne unten in den Kommentaren. Bis dahin. Bis zum nächsten Video. Euer Zylinderkopfschaden. Ciao.